was hier jetzt gerade gesagt wurde. Anders als bei der SPD, weiß ich nicht, ob das da so ist, wird bei uns nicht von oben wegregiert und eine Ansage gemacht, wie alle abzustimmen haben, sondern die Grünen, die hier übrigens auch nicht die Position einnehmen, irgendeine Ideologie zu verteidigen. Nein, die Grünen verteidigen hier einen gesetzlich gefundenen Kompromiss, der vor einigen Jahren übrigens nicht nur von uns beschlossen wurde, sondern wahrscheinlich, wenn ich das in den Bundesratsmehrheiten mit bedenke, von allen hier sitzenden Parteien. Und da muss man doch auch mal sagen, wenn man einen solchen Beschluss fasst und eine fünfjährige Übergangszeit in dem Gesetz mit beschließt, dann gebietet es der Respekt auch vor gesetzgeberischen Entscheidungen und dem Recht, dass man eine solche Frist nicht einfach so mal eben wieder verlängert, sondern eine intensive Befassung mit der Frage erstmal zulässt, was kann denn jetzt tatsächlich erreicht werden? Denn ganz offensichtlich, das sieht man ja, sind einige in den letzten Jahren nicht in der Lage und bereit gewesen, den Prozess der Findung praktikabler Wege dieser drei Alternativen voranzubringen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir das jetzt schaffen können und dass es einen Weg gibt, mindestens einen dieser drei Wege praktikabel in die Realität umzusetzen, auch innerhalb dieser Frist ganz genau. Und ich bin davon überzeugt, dass dann auch die Bereitschaft bei den entsprechenden Behörden da ist, die konkreten Einzelheiten einer solchen Umsetzung und auch die Schwierigkeiten dabei mit zu berücksichtigen. Aber dass es eine gesetzliche Änderung bedarf, das sehen wir eben nicht. Und da muss man eben auch sagen, gerade wenn wir immer wieder darüber reden, dass wir Zielkonflikte auflösen wollen, dass wir versuchen wollen, die unterschiedlichen Ziele, und eine ganz große Mehrheit in dieser Gesellschaft will solche Methoden eben in der Tierzucht und in der Tierhaltung nicht mehr, da diese Mehrheiten auch dann mit einzubinden und zu respektieren, wenn wir gemeinsam einen Kompromiss finden, auch übrigens unter Beteiligung der Verbände, der Bauernverbände damals, und der Tierschutzverbände. Sie haben eben, wie gesagt, nicht nur hier diejenigen Halterinnen und Halter, die sich meines Erachtens zu Recht von ihren eigenen Verbänden im Stich gelassen fühlen, denn die hätten sie mitnehmen müssen zur Realisierung, und auch der Handel hätte sie mitnehmen müssen zur Realisierung dieser Maßnahmen und hat sie da im Stich gelassen. Aber sie haben eben dort auch diejenigen, die auf die Straße gehen und sagen, nein, Tierschutzziele, die wir übrigens auch sogar im Grundgesetz verankert haben, die haben, wenn wir sie uns dann gemeinsam gesetzgeberisch darauf geeinigt haben, auch ihren Wert. Und die kann man nicht einfach so wieder zur Disposition stellen, weil auch das Signal, das damit gegeben wird gegenüber anderen, die sich fragen, wir haben jetzt hier eine Übergangsfrist von 2, 3, 4, ja vielleicht 5 Jahren, wurde ja sogar nochmal auf 5 Jahre damals verlängert, müssen wir uns jetzt eigentlich daran halten, müssen wir uns eigentlich darauf vorbereiten, oder ist es vielleicht eher die Haltung, naja, am Ende, Stichwort Papier ist geduldig, wird es sich dann sowieso wieder ändern und der Gesetzgeber macht sich im Grunde genommen damit ein Stück weit dann lächerlich. Das geht auch nicht. Und deswegen bin ich auch davon überzeugt, dass diese Herangehensweise, die auch Frau Heinen-Esser mit in Aussicht gestellt hat, die wir auch verfolgen, nämlich, dass wir die Beteiligten sowohl aus der Schweinemast als auch den Betrieben, dem Handel, den Verbrauchern und den Verbänden zusammenbringen, gemeinsam auch mit den Veterinären, und diese Lösung jetzt in die Realität umsetzen. Da liegt unsere Aufgabe. Und eine weitere Verlängerung dieser Frage ist, darf ich vielleicht auch noch was sagen? Ja. Eine weitere Verlängerung ist möglicherweise am Ende auch nicht im Interesse dieser Betroffenen, weil das Problem für sie letztendlich durch die Verlängerung allein nicht gelöst wird, sondern das Problem wird gelöst, indem man die Maßnahmen, die Verfahren jetzt in Realität umsetzt. Das würde den Betroffenen tatsächlich helfen. In 3 Monaten. Albrecht sucht zu klarstellen. Das Wort Schluss, was gerade kam, galt jetzt nicht Ihnen, sondern wir haben überlegt, wie wir mit der Pressekonferenz jetzt Schluss machen. Ich schlage Folgendes vor. Ich würde 3